Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute zu Gast eine tolle Schauspielerin, Caroline Hartig. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, schön hier zu sein. Mir geht's super. Das Wetter ist endlich schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Du bist dabei bei einem der krassesten Social Media Dinger, die es irgendwie zurzeit gibt. Du bist dabei, weil ich bin Sophie Scholl. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was? Der Bayerische Rundfunk und der SWR haben zusammen das Ding auf die Beine gestellt und war unendlich positiv überrascht. Du spielst die Traute Lafrenz. Wer jetzt von Ich bin Sophie Scholl und aus irgendeinem Grund von dem Namen auch noch nie was gehört hat, worum geht's da, was ihr da macht? Also, wir hatten die Ehre, sozusagen die Geschichte von den Scholl-Geschwistern neu zu verfilmen auf einem ganz neuen Format in Instagram-Stories und haben das mit der tollen Freundin, Kollegin Luna Wendler machen dürfen, die das großartig macht und da auch echt den Hauptpart übernommen hat. Und mit Tom Lars, dem Regisseur, und einem, ja, versuchen wir die Geschichte nochmal um die Nazi-Zeit, wer die Geschichte noch nicht kennt, also die Geschwister Scholl, die haben sich, haben das Nazi-Regime hinterfragt und sich aufgelehnt und sozusagen angefangen, das Gedankengut und auch diese Hinterfragung zu teilen, was damals sehr verboten war, haben Flugblätter gedruckt und die dann schlussendlich auch verteilt und wurden daraufhin in jungen Jahren hingerichtet. Und ja, heutzutage ist es gar nicht mehr vorstellbar, gerade in Deutschland, wo wir eine Pressefreiheit haben, sagen dürfen, was wir denken. Damals wurde man dafür halt zum Tode verurteilt und in diesem Prozess, ja, um die Geschichte geht es, um die Geschwister, wie die dazu gekommen sind, was die hinterfragt haben. Und das versuchen die mit der Kamera sehr hautnah den Zuschauern einen Einblick zu geben. Und das gelingt wirklich großartig. Ich weiß noch, ich habe das erste Ding gesehen und da, also ich habe Luna gar nicht erkannt. Ich musste googeln, wer ist Sophie Scholl? Also nicht, wer ist Sophie Scholl, das wusste ich, aber wer spielt Sophie Scholl? Und da habe ich gesagt, krass, das ist Luna, wie abgefahren. Und die Idee, der Stil, die Umsetzung, diese Masse, das ist so abgefahren. Das Cast ist auch ein Kracher. Mit dabei ist noch Max Huber, David Hugo Schmitz, Timo Bartels, Jörg Bunschuh, Maria Draus ist dabei und so viele mehr. Und Luna hatte ja auch in einem Interview gesagt, sie hat es ein bisschen unterschätzt. Wie war deins und dein Gefühl das erste Mal, das ist die Idee? Ist es dann in echt auch so gewesen, wie du es erwartet hast? Ich muss sagen, ich habe es auch unterschätzt von dem Ausmaß, was jetzt daraus geworden ist und auch von den ganzen Kulissen, von den Kostümen, von der Zeit, aber auch die Kamera mal selbst zu führen oder auch wie das ist, wenn man gleichzeitig die Leute so nah mitnimmt oder dann auch ins Bild reinspringt. Also wir drehen ja wirklich anders, das ganze Format. Das habe ich vielleicht unterschätzt, aber gleichzeitig habe ich das Glück einfach gehabt, in ein paar Tagen reinzuschlüpfen. Ich hatte unfassbar viel Spaß, ich habe es sehr genossen. Ich glaube, es ist immer noch mal eine andere Bürde, wenn man wirklich als Hauptdarstellerin das ganze Projekt trägt und jeden Tag dabei ist und dann auch in so einer kurzen Zeit einfach 10 Monate verfilmt. Da hatte ich weniger Stoff, sage ich mal, oder weniger Part. Und dadurch war es für mich einfach toll. Also es war unfassbar schön, auch mit den Kollegen zu arbeiten, Kolleginnen. Und auch der Tom Lars ist ein ganz, ganz toller Regisseur. Es hat echt Spaß gemacht. Und du spielst Traute Lafrenz. Wer ist denn Traute? Traute Lafrenz ist die letzte weiße Rose, die es noch gibt. Die ist damals in die USA ausgewandert. Sie war die Freundin von, jetzt wollte ich schon Max sagen, von den Hans Scholl. Und dadurch ist sie sehr früh in die weiße Rose mit eingegliedert worden. Sie war eine unfassbar starke Persönlichkeit, auch einer der ersten Frauen, die dann auch sich wirklich getrennt hat von einem Mann in der Zeit und hat immer sehr für sich eingestanden. Also ich meine, ich durfte sie nicht persönlich treffen oder hatte nicht die Möglichkeit, mit ihr persönlich zu reden, aber ich habe viele von ihren Biografien gelesen, viel von dem, was sie selber interessiert hat, mir die Bücher angeguckt. Und das war schon toll irgendwie oder ist immer noch toll, so eine Person verkörpern zu dürfen. Und ja, sie hat auf jeden Fall, hat sie gesagt, was sie gedacht hat. Und sie kommt aus Hamburg und war eine starke Frau zu der Zeit. Und das ist natürlich, glaube ich, auch für Schauspielerinnen und Schauspieler eine sehr krasse Herausforderung, jemanden zu spielen, den es in echt gab, also eine leibhaftige Person. Bist du an die Vorbereitung anders rangegangen oder hast du Traute für dich selber festgelegt?
Also ich glaube schon, dass man da anders rangeht, weil es einfach so viel Material gibt. Also dass man auch die Möglichkeit hat, wirklich zu recherchieren. Und mir hat das sehr geholfen. Natürlich wollte ich das auch möglichst originalgetreu machen oder mir wirklich angucken, was waren denn ihre Werte oder was fand sie toll, welche Gedichte fand sie toll, wie hat sie sich verhalten, wie ist sie aufgetreten, habe mir auch selber Interviews von ihr angeguckt. Und den meisten war sie schon älter, deswegen ist es natürlich da eine Eigeninterpretation, wie man es in jung macht. Aber so generell ja, hat es mir sehr geholfen, dass es so viel von ihr gab und habe auch versucht, dem gerecht zu werden. Also damit viel gearbeitet. In der allerersten Story, in der du auftauchst, das ist, Sophie kommt gerade in der Uni München an und steht da, ist ein bisschen überrumpelt von der Größe und allem. Und dann kommst du. Und sagst hier, du hast was verloren und übergibst ihr einen Zettel, einen zusammengeknüllten und Sophie sagt, ich hab nichts verloren. Und in dem Moment kommt im Hintergrund ein SS-Offizier und geht zu zwei Schülern und sagt, oder zwei Studentinnen und fordert dort die Ausweise ein. Und dann sagst du zu Sophie, ich sag du, ne, sagst du zu Sophie, pack das mal weg, pack das lieber weg. Und dann führst du sie irgendwo hin und dann stellst du sie eben vor. Und ich denk so, die hat nicht gesagt, wie sie heißt. Ich wusste nicht, wie du heißt. Und ich habe das dann auch in die Kommentare geschrieben. Ich sage, wie hieß denn jetzt die junge Frau? Und dann haben aber tatsächlich Leute, wenn ich mich recht entsinne, sogar runtergeschrieben, dass es Traute. Ich glaube, es geht auch darum, wir haben es natürlich auch versucht, möglichst echt zu machen. Also ich glaube auch in den Moment hätte Sophie, wenn dann fragen müssen, wer bist denn du? Und dann wird es manchmal so unauthentisch. Und ich glaube, ganz viel wurde dann danach erklärt. Also danach gab es irgendwann mal eine Szene, so eine Tanzszene, wo wir alle was trinken. Und dann sagt sie, das ist Traute. Und dann gab es ja so ein kleines Intro, wer ich bin, wo ich herkomme. Und ich fand es eigentlich schön, dass es nicht dieses normale Fernsehprogramm ist, wo die Rollen sofort bei Namen angesprochen und dass man dann weiß, ah, das ist der, gerade wenn es so eine Biografiegeschichte ist. Und genau, also deswegen wurde es in der ersten Szene nicht gemacht. Aber es ist natürlich schön, wenn dann die Leute sofort informiert sind oder sich dann überlegen, wer könnte es denn sein aus der Weißen Rose oder wer hat denn da noch so ein Part oder wer hat ihr damals das erste Flugblatt gereicht? Also, dass die selber so informiert sind. Ich glaube, das ist auch schön, dass alle so interaktiv dabei sind, ganz viel kommentieren. Manche haben sich dafür extra Instagram gemacht. Und das ist schön, dass das so aufgenommen wurde. Es war ja auch nicht selbstverständlich. Nee, das stimmt. Ich hätte mich übrigens als Geschichtsschüler hätte ich mich so gefreut, wenn es sowas gegeben hätte. Weil, gut, Geschichtslehrerin oder Lehrer zu sein, ist auch kein leichter Job, wenn man wirklich nur über Sachen redet, die 50.000 Jahre her sind. Ich meine jetzt nicht so wie Scholz, sondern noch länger. Und auch die haben nicht immer goldene Tage, wenn man dann sitzt und die haben keinen Bock und das Thema Zweiter Weltkrieg zieht sich irgendwie ewig lange und dann ist halt so wie Scholl irgendwie nur so ein kleiner Moment, der so wichtig ist. In meiner Heimatstadt zum Beispiel gab es oder gibt es eine Geschwister-Scholl-Straße, aber du weißt ja, wie es ist, als jugendlicher Mensch ist dir das scheißegal, da versuchst du dich nur, ah ja, in der Stadt, da wohnt doch die Steffi, genau, und da drüben wohnt Thomas, genau, also das sind so die Straßennamen, sind ja eher egal. Tatsächlich gibt es aber auch viel Kritik. Ist zumindest meine Sicht, die ich so manchmal drauf habe, dass immer wieder gepöbelt wird. Gepöbelt sage ich mit Absicht, weil einige wirklich da sind, um zu pöbeln. Es gibt aber auch Leute, die sehr sachlich sagen, die Art, wie ihr das hier macht, ist sehr, sehr, sehr schwierig. So, das wäre jetzt ein Themenfeld für sich. Deswegen frage ich nur, habt ihr intern mal drüber gesprochen, wie das wohl mit Kritik sein könnte? Oder liest du Kommentare auch? Ja, also schon. Und auch von der Zeit habe ich jetzt den Artikel gelesen, der ja auch sehr kritisch damit umgegangen ist. Ich glaube, dass uns allen bewusst war, dass wir dafür auch Kritik kriegen können. Dass es immer nicht der Realität entspricht. Also wir leben heute und nicht von da. Also wir versuchen nur eine Geschichte zu erzählen. Ich finde es aber sehr toll, dass eigentlich mit der Kritik auch gut umgegangen wird. Also es wird sofort geantwortet, auch gesagt, paar Kritikpunkte sind ja völlig berechtigt oder auch toll, dass Leute, die sich so auskennen, dann nochmal neue Aspekte aufwerfen und die werden eigentlich alle ernst genommen. Manchmal haben wir eine WhatsApp-Gruppe mit dem Cast und da wird auch manchmal was reingeschrieben. Oder ja, also ich glaube, der Austausch ist da und ist schon auch möglich, dass das in Zukunft sich über die 10 Monate nochmal verändert oder neue Aspekte mit aufgegriffen werden. Also dafür sind alle offen. Und es ist geil, weil es lebt. Und du bist nicht nur da dabei, du bist auch bei einer Serie dabei, auf die ich mich schon so sehr freue. Mark Ellsbergs Buch Blackout gibt es als Serie. Join macht es. Moritz bleibt treu in der Hauptrolle. Du bist dabei, du spielst die junge Helena Voss. Was kannst du denn über Blackout verraten?
Ja, ich glaube, die Leute, die das Buch gelesen haben, die wissen genau, wie es wird ungefähr. Ich finde es spannend, weil es, ich glaube, alle leben gerade in der Pandemie. Und seit es diese Corona-Pandemie gibt, kann man sich auf einmal alles wieder vorstellen. Und ich hatte, also ich persönlich, als ich das Buch bekommen habe, fing Corona gerade an. Und zum ersten Mal habe ich auch nachgedacht, so, okay, was ist, wenn denn das auch zutrifft? Oder in Blackout geht es darum, dass ein riesengroßer Stromausfall ganz Europa überfällt. Und wenn man das im Verhältnis sieht, was passiert, wenn wir keinen Strom mehr haben? Also irgendwann muss im Worst Case dann entschieden werden, ob man ein Atomkraftwerk weiter kühlt oder ob man ein Krankenhaus weiter mit Strom beliefert oder ob man da die Menschen sterben lässt. Und also es ist halt viel extremer quasi als das. Die Sanitäranlagen funktionieren nicht mehr, Strom funktioniert nicht mehr, es kann keine Kühlung mehr geben, es kann keine Lieferungen, also selbst die Tankstellen funktionieren nicht mehr. Also es ist so unvorstellbar, was dann alles auf die Menschen zukommt, wie alle eskalieren, Revolutionen losgehen in den Städten. Und es ist, glaube ich, sehr spannend gemacht, oder das Buch war auf jeden Fall schon sehr spannend, das Drehbuch. Und deswegen, ich bin auch da gespannt, wie die Leute es aufnehmen. Ich glaube, man kann sich das viel besser vorstellen jetzt, nachdem man auch sowas wie Corona erlebt hat und auf einmal denkt, okay, was ist denn, wenn das passiert? Aber ja, es ist eine tolle Geschichte. Definitiv. Und das ist ja nur eine Variante zurzeit. Es gab im letzten Sommer kam ein Buch raus, das hieß 42 Grad. Da ging es darum, wenn die Hitzeentwicklung so weitergeht, kriegen wir in Deutschland ein riesiges Wasserproblem. Und das hat mittlerweile auch eine Ministerin begriffen, die dafür zuständig ist. Deswegen wird gerade überlegt, was machen wir denn eigentlich im Fall der Fälle? Und der Stromausfall, das ist natürlich auch so krass. Dieses Buch war mega erfolgreich. Wer allein beim Cast dabei ist, das macht schon klar, wie fett das wird. Erstmal die großartige, wunderbare Milena 30, eine so tolle Schauspielerin. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Herbert Knaub, Lea von Acken, Barry Arzma von Bad Banks, Jessica Schwarz, Heiner Lauterbach und du. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. War das reguläres Casting oder hast du Kontakte spielen lassen? Ja, ich habe meine Kontakte. Nee, ich habe tatsächlich eine direkte Anfrage über meine Agentur bekommen. Yes. Und habe mich dann mit dem Regisseur ein, zweimal per Telefon unterhalten. Und dann stand fest, dass ich das machen darf. Und es war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Also ich muss sagen, es war nicht nur, also es war auch der Dreh, der dahinter stand. Also wir sind mit einem sehr jungen Team. Also wir spielen ja nur die Rückblenden von den Hauptdarstellern, quasi da, wo das alles beginnt. Und haben in Italien sehr viel gedreht. Und es war so eine tolle Zeit. Wir sind ins Meer gesprungen. Wir haben irgendwie zusammen getanzt nachts und irgendwie zusammen vorbereitet auch. Also es war, wir sind mit dem Zug runtergefahren, auch der Umwelt zuliebe, und wieder zurück. Und ich glaube, alleine die Zugfahrt, 20 Stunden mit dem Zug zusammenfahren, danach bist du halt, danach kennt man sich. Und da hatten wir auch eine gute Geschichte, dass wir, dass der Schaffner meinte um 1 Uhr nachts, so ja, der Zug fährt gleich weiter, ihr habt Zeit, ihr könnt hier irgendwie eine Stunde Aufenthalt. Und dann sind wir halt alle ausgestiegen, die Jungs hatten, glaube ich, noch nicht mal Schuhe an. Und dann auf einmal fuhr der Zug weiter. Und wir waren halt so ohne Handy, ohne alles, ohne Schuhe, standen wir da auf den Bahngleis und dachten so, wir waren noch nicht mal 5 Minuten draußen und der Zug fuhr weiter und dachten wir so mitten in der Nacht um 1. Und dann hat er aber nur das Bahngleis gewechselt, irgendwie von 1 auf 11 oder so, aber wir hatten schon Panik, da irgendwo an der Grenze hängen zu bleiben, aber es hat alles geklappt. Was ist das, worauf du dich am meisten freust bei Blackout? Also kannst du dann in der Ausstrahlung, kannst du da schon irgendwas verraten, was besonders toll war beim Dreh, oder ist das alles top secret, weil kommt ja erst noch? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen darf. Ich glaube, da gab es nämlich auch einen Artikel drüber, deswegen kann ich das auch erzählen. Wir haben halt in Italien tatsächlich in Genua die Demonstration, um die es ja geht mit dem G9-Gipfel, dass da ein riesengroßer G8-Gipfel. Das da gab es ja die Demonstrationen und die waren ganz schön aufwendig. Wir hatten wirklich Molotow-Cocktails, wir hatten Rauchbomben, wir hatten viele Stuntmänner, wir hatten irgendwie Polizisten, wir hatten künstliche Steine und es wurde aber auch viel körperlich gemacht. Und ich weiß noch, dass das in den Proben immer sehr sachlich zuging und dann irgendwann hieß es, okay, wir drehen jetzt, und auf einmal
drehten wir und die Autos sind noch nie explodiert davor und sind da langgelaufen als Gruppe und so. Und dann wirklich sind die Autos aufgegangen, Leute sind in unserer Gruppe gestürzt, wurden dann hochgezogen, irgendwie Polizisten haben Leute überrannt. Also es wurde auf einmal so echt und so realistisch. Und auch nach der Szene war der ganze Himmel schwarz von dem ganzen Molotow-Cocktails und was da abging. Und ich glaube, auf diese Szenen, das zu sehen in den Bildern, was wir da gemacht haben, darauf freue ich mich sehr. Oh, ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie geduldig sein. Jetzt habe ich dir ja schon einige Fragen gestellt. Ich habe auch noch mehr. Mich würde aber interessieren, worüber möchtest du gerne mal reden? Was ist dir besonders wichtig? Ich glaube, auch was du vielleicht vorhin schon angesprochen hast mit den 42 Grad, dass das natürlich alles Themen sind, wo man immer merkt, man kann bewusster werden oder es gibt so viele Themen, die irgendwie auch immer verdrängt werden und dann irgendwann kommen wir in die Situation mit Corona, mit Pandemien, mit theoretisch kann auch ein Stromausfall passieren und ich glaube, man sollte sich drüber bewusst sein, immer sein Bestes zu geben und zu gucken, wo ist es nötig, mal zu fliegen oder auch einen Zug zu nehmen oder wo kann man halt auch wirklich mal mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich glaube, irgendwann sind wir halt alle davon betroffen und viele Menschen werden es irgendwie erst sehen, wenn es dann soweit ist oder fangen jetzt an, vielleicht sich Gedanken drüber zu machen. Aber das wäre natürlich schön, wenn viel mehr Leute sich mit Themen beschäftigen. Und vor allem nicht erst, wenn es dann soweit ist, weil das ist so ein bisschen, nehme ich es mir nicht übel, aber ich habe den Eindruck, das ist weltweit so ein Ding. Wir wissen, da kommt ein Problem, wir sehen es kommen, aber okay, wenn es da ist, nehmen wir es ernst. Und dann sind alle so, wow, wie konnte das denn jetzt plötzlich passieren? Das war überhaupt nicht absehbar. Was? Die AfD holt in dem Bundesland so viel Prozent? Das hat ja niemand ahnen können. Solange wird sich aber weiter einfach drüber über Gendersternchen oder sowas aufgeregt. Es wäre schön, wenn dann wirklich, wie du auch sagst, ganz wichtige Themen einfach mal fokussiert werden. Und das schätze ich bei dir sehr, du setzt dich für Tierrechte auch ja, ein. Ja, seit neuestem. Ich habe, glaube ich, danach irgendwann, ich hatte mal so einen kleinen Mental Breakdown, dass ich dachte, oh, es passiert einfach so viel in der Welt und je mehr man sich beschäftigt, so mehr denkt man, ich kann auch gar nicht überall mein Bestes, also man kann immer sein Bestes geben, aber ich kann nicht alles retten und ich habe dann irgendwann mal überlegt, was liegt mir denn wirklich am Herzen. Ich hatte das Glück, wahnsinnig früh viel zu reisen und war, glaube ich, mit 4 schon auf Tiermärkten in China und habe da gesehen, wie Schlangen lebendig in Alkohol ertrunken wurden oder Hunde übereinander gestapelt und denen einfach den Kopf abgeschlagen wurde. Und ich glaube, da hat das angefangen mit meiner Tierliebe, dass ich wirklich gedacht habe, wozu ist der Mensch fähig? Und dass mir das Thema einfach wirklich seit klein auf total am Herzen liegt. Und nicht, dass mir die anderen Themen nicht auch wichtig sind, aber ich habe irgendwann überlegt, wo kann ich mich da mal wirklich einsetzen oder spezialisieren und habe mit der Tierorganisation schon 1-2 Mal zusammen gearbeitet, mit der Welttierschutzorganisation. Und jetzt kam das zustande, dass die mich gefragt haben, ob ich Botschafterin werden möchte für die. Und ich habe gesagt, ich mache das super gerne, wenn ich wirklich dann auch aktiv mit anpacken kann. Also, dass mir das persönlich wichtig ist, damit hinzureisen. Und durch Corona ist das jetzt alles noch ein bisschen schwierig, aber ich drehe jetzt ja im Sommer in Polen und Warschau und habe da auch schon geguckt, wo gibt es da Projekte und wo kann man sich da irgendwie einsetzen oder wo kann man unterstützen und bin mit denen eng in Kontakt und werde da bestimmt noch mal was einiges berichten im Sommer. Das freut mich sehr. Ich finde es wirklich toll, dass du das tust. Ich möchte mit dir auf jeden Fall über ein ganz tolles Werk reden und das heißt, ich hatte einen Traum. Das klingt spannend. Ja, du solltest das kennen. Das hast du zusammen mit Maximilian Mund gemacht. Ach so, ich hatte einen Traum. Ach, ich dachte, du willst... Ja, nee. Ich dachte, das klingt so wie so ein Gedankenexperimentelles Game oder so. Stimmt, nee. Ich meine tatsächlich euren ganz wunderbaren Kurzfilm, den ihr gemacht habt. Der ist schon ein bisschen her. Maximilian Mund kennen wir natürlich alle von How to Sell Drugs Online Fast. Und ihr beide, ihr stellt ein Pärchen dar oder was ähnliches. Und ihr tanzt recht fröhlich so durch die Gegend, aber man merkt, irgendwas ist. Und es gibt eine ziemlich krasse Auflösung bei der ganzen Nummer. Es ist wunderbar poetisch, es ist toll. Schauspielerei, Kamera, das habt ihr beide gemacht. Maximilian hat es auch selber geschnitten. Die Musik ist von dem Felix. Erzähl mir mal, wann ist das entstanden? Und ist das heute in deinem Leben noch irgendwie präsent oder hole ich dir gerade eine Erinnerung zurück? Nein, also Maximilian ist einer meiner engen Freunde in der Branche. Und ich glaube, das Schöne ist, was du schon meinst, es ist so lange her. Wir kennen uns einfach schon
wahnsinnig lange und hatten früher zusammen Schauspielunterricht und sind so in die Schauspielbranche zusammen reingegangen. Und ich glaube, es ist so schön zu sehen, einfach weil er auch so ein toller Mensch ist und so ein herzlicher Mensch ist und so zu sehen, dass er da, ich bin zusammen mit ihm zum How to Sell Drugs Casting gefahren und zu sehen, dass es geklappt hat und dass er dann den Job bekommen hat und so viel in seinem Leben passiert ist und er jetzt so viel drehen und arbeiten darf und das ja auch wirklich großartig macht, ist ganz toll. Aber ich glaube, Maxi habe ich so kennengelernt als Künstler. Also er war immer schon jemand, der wilde Ideen hatte, der gefragt hat, ob er mich als Alien fotografieren darf und wir so ganz wilde Fotoshootings irgendwie zusammen gemacht haben. Und da kam das dann irgendwann auch mal zustande, dass wir uns getroffen haben und es lief für das Münchner Filmfestival, dass man so Shorties einreichen kann, so kleine Clips, wo man sich entweder selbst vorstellt oder irgendwas macht, was Besonderes. Und wir haben da auch versucht, in dem Projekt so dieses Spiel zwischen Konsumgesellschaft und immer mehr bekommen und immer mehr wollen, aber irgendwie diese wichtigen Werte, gesund zu sein, irgendwie ja, sich zu haben, zu zweit glücklich zu sein, dass das irgendwie verloren geht dabei. Und das haben wir halt versucht, irgendwie künstlerisch darzustellen und ist jetzt auch schon tatsächlich eine Weile her. Aber dieses, ich hatte einen Traum, eine Vision und immer mehr und mehr und dass man am Schluss aber merkt, so eigentlich ist es am schönsten, gesund zu sein und glücklich. Also wirklich ist ganz großartig gelungen. Also das Ende ist wirklich auch so abgefahren, was ihr da auch mit so wenigen Worten, weil vieles ja dann über Gedankengänge läuft, das ist also, boah. Also wer Zeit hat, guckt bitte einmal, ich hatte einen Traum. Das ist wirklich richtig, 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 richtig krass. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Und es, was noch nicht so lange her ist, aber für dich, glaube ich, unfassbar krass gewesen sein muss, war ja Schattenmoor. Oder? Ja. Das stimmt. Das war meine erste Doppelrolle und da ist es so ein bisschen, wo ich jetzt auch Luna, also auch verstehen kann oder auch andere Schauspielerinnen, dass man einfach, wenn man so eine Verantwortung trägt und so ein ganzes Projekt trägt und jeden Tag in jeder Szene dabei ist, dass das einen ganz anderen Druck und eine ganz andere Ausmaße hat, als wenn man mal ans Set kommt und ein, zwei Stunden am Start ist. Und das war auch eine ganz spezielle und tolle Erfahrung, aus der ich sehr viel gelernt habe. Und ja, auf jeden Fall war das eine prägende Rolle. Und es war eine riesen Werbekampagne drumherum, weil es war der erste eigenproduzierte Pro7-Film innerhalb der letzten 7 Jahre oder sowas. Und es war sehr schade. Ich glaube, er kam beim Publikum nicht so gut an, leider. Ne? Ich denke mir manchmal, dass man da vielleicht auch das hätte einfach alles anders aufbauen müssen, eine andere Zielgruppe und so ansprechen müssen. Aber im Endeffekt ist das Ding durch und ich glaube auch, man kann einfach nur daraus lernen und das so mitnehmen. Und es kommt ja auch trotzdem viel auf die Zeit drauf an mit dem Dreh. David Hugo hat da auch eine Hauptrolle gespielt, mit dem ich jetzt Sophie Scholl wieder zusammen machen kann. Und ich glaube, die Leute, die man da teilweise kennenlernt und die einen dann länger begleiten und die Zeit drumherum ist auch oft so wichtig. Das darf man auch nie vergessen. Timo Bartels war auch da, oder? Genau, Timo. Ja. Siehst du dir schon mal schön die ganze Sophie Scholl-Gang da eingesammelt? Genau, eigentlich genommen von Schattenmoor nach Sophie Scholl. Genau, wir sind zurück in die Vergangenheit. Nee, das Krasse, so ist es ja manchmal. Ne? Wahrscheinlich, wenn ihr es einen Monat später rausgehauen hättet oder der Sender es einen Monat später, du weißt ja auch nie, Gegenprogramm und so weiter und so fort. Schlecht war das ja auf gar keinen Fall. Also alles, was man so sieht, alles, was man heute auch noch sieht, ist toll produziert, aufwendig, tolle, starke Frauenfiguren. Das haben wir noch auch nicht alle Tage. Und deswegen, ich denke, mit ganz viel Glück kommt er irgendwann in der Wiederholung und dann hat er plötzlich eine gute Quote und alle sagen, was war damals eigentlich? Warum haben wir das damals nicht geguckt? Weil es war auch wirklich viel drumherum, die Social-Media-Kampagne, das war fett, das war aufwendig. Und man muss auch sagen, es ist toll, dass ProSieben sich das getraut hat, weil es auch wieder ein Signal ist an andere Sender, sich mal was trauen mal und auch Geld in die Hand zu nehmen. Weil man muss doch Geld nicht nur an Aktionäre rausschütten, man kann es doch auch einfach mal in Kreativität werfen, aber Das finde ich auch toll, tatsächlich von Deutschland. Ganz viele haten ja immer gegen die deutsche Filmbranche. Ich finde, man merkt, dass alle sich mehr trauen, dass es sich öffnet, dass auf einmal Projekte wahrgenommen werden, wo viele gesagt haben, vor 2, 3 Jahren, das machen wir nicht, sowas, das gehört nach Amerika. Oder es wird dann auch mal wirklich Geld in die Hand genommen. Das ist ja auch oft ein Thema mit irgendwelchen Explosionen und irgendwie in Zeitreisen und irgendwo reintauchen, dass da einfach ganz oft das Geld fehlt.
Und wenn man dann sieht, dass es dann auf einmal so gut ankommt und so, es gibt so viele deutsche Eigenproduktionen wie Dark, wie Beats oder irgendwie auch andere, wo man denkt, oh, da haben Leute wirklich Geld in die Hand genommen. Oder Blackout hoffentlich. Ja. dass man da merkt, okay, es entwickelt sich in Richtung, wo man auch echt gerne dabei sein möchte und tolle Bücher. Glücklicherweise. Man muss auch sagen, dass die Streaming-Dienste tatsächlich geschafft haben, dass die Sender auch mal wieder ein bisschen nach vorne gehen, sich wirklich was trauen. Weil tatsächlich machen wir uns nichts vor. Eine Serie wie Dark, das hätte jeder deutsche Sender abgelehnt mit, das versteht kein Zuschauer, keine Zuschauerin. Zu komplex, niemand blickt da durch. Ey, das ist so geil und ich wette, das verstehen ZuschauerInnen und deswegen freue ich mich, weil ich glaube, wäre Dark nicht so erfolgreich gewesen, wäre vielleicht auch Ich bin Sophie Scholl nicht wirklich so geworden, wie es jetzt glücklicherweise geworden ist und ich denke, wir alle werden das über die nächsten Monate hinweg verfolgen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich kann dir dazu gucken beim weiter dabei sein und bei allem, was da kommt, Blackout. Ich danke dir vielmals für deinen Besuch, Caroline Hartig. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Schön, hier gewesen zu sein. Das fand ich auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Zum Beispiel kann man Organspender werden. Dann kann man helfen, wenn man praktisch gar nicht mehr helfen kann. Wir sehen uns morgen und jetzt die Abschlussworte von Caroline. Bis dann. Okay, meine Abschlussworte sind, was ich wirklich noch nie gesagt habe, nie bierzcie, czy tak poważnie. Das heißt auf Polnisch, nimm dich nicht zu ernst. Und das habe ich gerade gelernt.